Professor Hadji, wir sind zwar hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2016, aber wir haben immer wieder ganz viele Anfragen gekriegt zu einer Thematik, wo Sie sich sehr gut auskennen, Vitamin D. Soll man was dazu nehmen? Muss es jede Frau nehmen? Ist es wichtig für die Knochen und so weiter? Wie viel muss man nehmen? Und da würde ich gerne nochmal von Ihnen hören, was raten Sie den Patientinnen? Ja, also grundsätzlich muss man gar nichts tun. Sondern was man tun kann, ist, dass man seinen Vitamin D-Stoffwechsel verbessert. Das hat verschiedene Gründe. Der Knochen ist nur einer, aber es gibt ja zum Beispiel unter Aromatasehämmern oder Tamoxifen auch Gelenkbeschwerden. Es gibt neue Studiendaten, die eindeutig belegen, dass zumindest bei einem Teil der Patienten, die zuvor zu wenig, einen zu niedrigen Vitaminspiegel hatten, eine Vitamin D-Supplementation dazu geführt hat, dass die Gelenkbeschwerden besser werden. Vitamin D ist ja ein sehr pleiotropes Hormon, das heißt, es ist wirksam an ganz vielen Organsystemen, weil alle diese Organsysteme sensibel sind auf das Vitamin D. Also nehmen wir den Knochen. Ohne Vitamin D kommt es nicht zur Aufnahme von Calcium und damit zum vermehrten Knochenverlust. Eigentlich darf man gar kein Bisphosphonat oder Denosumab geben, wenn die Patienten nicht Vitamin D supplementiert sind bzw. einen ausreichenden eigenen Spiegel haben. Die erste Möglichkeit, man geht und lässt den mal untersuchen. Leider ist das meistens eine Igelleistung, wobei ich nicht verstehe, warum. Die Patienten müssen das wohl größtenteils selbst bezahlen. Okay, aber wenn der Spiegel über 30 ng/mL ist, dann ist das gut. 30 ist die Grenze, die sollten Sie erreichen. Da 75% aller Menschen in Deutschland, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, im Vitamin-D-Mangel leben, und zwar das ganze Jahr über, ist eigentlich eine Supplementation mit 2000 Einheiten täglich problemlos möglich, kostet praktisch nichts. Das kann man, muss man nicht in der Apotheke holen, das kann man im Discounter holen, egal in welchem. 2000 Einheiten am Tag müssten reichen, um den Vitamin-D-Spiegel in Ordnung zu kriegen. Ist es nicht aber so, dass ab einer bestimmten Höhe das rezeptpflichtig ist und damit auch erstattet wird? Eigentlich nicht. Vitamin D ist eigentlich nur erstattungsfähig, wenn eine Osteoporose-assoziierte Fraktur aufgetreten ist. Dann kann der Arzt, das tut er leider nicht, aber dann kann er es auf Rezept aufschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Entweder man nimmt 2000 Einheiten am Tag oder man kann auch 20.000 Einheiten einmal die Woche nehmen. Ich persönlich finde 2000 am Tag besser, weil man einen konstanteren Spiegel hat. Aber da ich auch nicht immer der Unvergessliche bin, man vergisst ja immer mal was, kann man auch gerne mal 20.000 einmal die Woche, die darf man aber dann nicht vergessen. Knochen ist also ein ganz wichtiger Aspekt, aber Gelenke sind genauso wichtig, gerade unter einer antihormonellen Therapie, wie zum Beispiel Aromatasehämmer. Und da zeigt sich tatsächlich, dass die Vitamin-D-Supplementation ganz offensichtlich da zu einer Verbesserung führen kann. Nicht bei allen Patienten, aber bei einer ganzen Reihe. Und das ist wichtig. Der dritte ganz entscheidende Punkt, warum man Frauen mit Brustkrebs einfach sagen muss, dass Vitamin D wichtig ist, ist, dass belegt ist in Meta-Analysen, also die höchste Stufe der Evidenz eigentlich, also in vielen einzelnen Studien dann zusammengefasst, dass Frauen nach einem Mammakarzinom, die einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, häufiger ein Rezidiv bekommen als Frauen mit einem normalen Vitamin-D-Spiegel. Und es ist inzwischen auch bis in die Molekularbiologie geklärt, warum das so ist. Weil Vitamin-D tatsächlich in den Prozess der Krebsentstehung mit beteiligt ist. Und der Vitamin-D-Mangel fördert den Prozess der Krebsentstehung, während der Ausgleich des Vitamin-D-Spiegels dem entgegentritt. Deshalb gibt es eigentlich drei sehr gute Gründe für jede Frau, besonders aber für Frauen mit Brustkrebs, sie an den Vitamin-D-Spiegel zu denken, ihn eventuell zu testen, wenn man nicht einfach was nehmen will, und dann entsprechend zu supplementieren. Wie gesagt, die Grenze sollte bei 30 liegen. Nun kann man ja auch durch Sonne zum Beispiel Vitamin-D bilden. Funktioniert das wirklich oder hat das auch mit dem Alter zu tun oder vielleicht auch wo in Europa zum Beispiel oder in der Welt man sich aufhält? Natürlich ist die primäre und natürliche Form der Vitamin-D-Bildung im Körper über die Sonneneinstrahlung. Jetzt ist es so, dass wir im Prinzip im Winter nur von 12 bis um 2 Uhr maximal an die Sonne müssten. Ein arbeitender Mensch ist da im Büro. Die Stunden davor und danach sind im Winter gar nicht erheblich.
Viele Menschen gehen ins Sonnenstudio, die benutzen aber nicht UVB, sondern UVA-Strahlung, nützt gar nichts. Der dritte Aspekt ist sehr wichtig, weil die Haut unterschiedlich in der Lage ist, Vitamin D zu bilden. Ich zum Beispiel habe ein etwas dunkleres Hautkolorit. Das heißt, das ist gut, ein guter Schutz gegen Sonnenbrand, aber schlecht, weil die Vitamin D-Bildung bei mir viel schwieriger ist als bei Ihnen, Frau Heidinger. Das heißt, zum einen ist der Hauttyp ganz wichtig. Zum zweiten, wenn man Skifahren geht oder in die Sonne im Urlaub, dann schmiert man sich Sonnenschutzfaktor 50 oder Sonnenblocker drauf. Dann kann man auch kein Vitamin D bilden. Und das dritte ist natürlich, dass je älter ein Mensch wird, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, desto schwieriger wird es, trotz genügend Hauteinstrahlung von Sonne, Vitamin D zu bilden. Also alles das sind Faktoren, die dazu führen, dass eben 75% aller Menschen in Deutschland, egal welche Jahreszeit, egal welches Alter und egal welches Geschlecht, eigentlich einen Vitamin D-Mangel leben. Und das darf nicht sein. Wenn jetzt der Vitamin D-Spiegel nur ein bisschen niedriger ist, als er sein sollte, kann ich dann durch Nahrung oder Getränke da nachhelfen? Also angenommen, Sie haben einen Spiegel von 25, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht der Prediger, der sagt, es muss über 30 sein, aber es sollte über 30 sein. Über die Ernährung können Sie das hinkriegen, Frau Heidinger. Sie müssten jeden Tag 20 Eigelb zu sich nehmen, 300 Gramm fetten Seefisch, aber jeden Tag. Oder Sie müssten, ich glaube, ein Kilo Cornflakes essen. Ist machbar, aber schwierig. Ich denke, da sollte man auf das Praktikable ausweichen. Okay. Ich erinnere mich aber auch noch, dass Sie über Mineralwässer gesprochen haben. Wie schaut es damit aus? Mineralwässer sind sehr, sehr wichtig. Kalzium, aber nicht Vitamin D-Lieferant. Das heißt, Sie brauchen ja, um in den Knochen Kalzium einzulagern, Vitamin D, um es aus der Nahrung aufzunehmen. Aber wenn Sie gar nicht genug zu sich nehmen, dann nützt Ihr Vitamin D-Spiegel nichts. Und Kalzium ist ein elementarer Stoff, der im Körper, im Knochen eingelagert wird. Und wir können einen zu hohen oder zu niedrigen Kalziumspiegel nicht tolerieren. Das heißt, Menschen sterben, wenn der Kalziumspiegel zu hoch ist oder zu niedrig. Deshalb hält der Körper den Kalziumspiegel immer stabil. Der ist praktisch immer in der Norm. Und das ist er besonders dann, wenn der Vitamin-D-Spiegel ausreichend ist und wenn Sie genug Kalzium zu sich nehmen. Nimmt man genug Kalzium zu sich, wie in den USA, und führt dann noch 2.000-3.000 Milligramm täglich ein, dann kommt es zu einem zusätzlichen Kalziumangebot und das wird vermehrt in den Gefäßen abgelagert und damit steigt das Herzinfarkt und das Schlaganfallrisiko. Das heißt, wenn man sich ausgewogen ernährt, braucht man nur Vitamin D, kein Kalzium. Das kann man sich über Mineralwasser wunderbar holen, aber dann nicht zu viel Kalzium zu sich zu nehmen, damit man sich viel hilft, eben nicht viel, wie die Amerikaner immer meinen. Was ist denn zu viel? 1500 Milligramm Kalzium am Tag reicht vollkommen aus. In einer Flasche Mineralwasser können Sie locker 500 bis 800 Milligramm Kalzium. Wenn Sie eine Flasche Mineralwasser trinken, das sind 3/4 Liter normalerweise, dann haben Sie schon 800 bis 1000 Einheiten, wenn Sie Gutes haben. Und dann ein bisschen über die Ernährung, Parmesankäse, Brokkoli, die Ernährungshinweise gibt es ja. Das ist überhaupt kein Problem. Mit einer halbwegs ausgewogenen Ernährung, selbst in einer Klinik, können Sie das hinkriegen. Also grundsätzlich besser als Kalziumtabletten oder Brausetabletten zu nehmen? Kalziumtabletten sind schlecht verträglich für den Magen und sie machen auf Zähnen und auf Prothesen blöde Rückstände. Führt kein Mensch lange durch. Wer will schon Magenschmerzen haben, nur wegen Kalzium? Das heißt, Kalzium am besten über die natürliche Ernährung decken, Vitamin D, wenn es geht, auch. Wenn Sie aber keinen Bock haben auf jeden Tag 300 Gramm Seefisch oder 20 für einen Cholesterinspiegel mit 20 Eigelb am Tag, auch ein bisschen schwierig, aber dann lieber das Vitamin D supplementieren, das Kalzium über die Ernährung. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.